Wir haben heute Donnerstag, den 14. November 2013 und ihr hört Radio Mottek Strehle. Heute mal in anderer Form. Normalerweise bin ich ja bei den Spielen live dabei und kommentiere das Spiel für euch. Heute mache ich mal was anderes. Heute fahre ich für euch zum Fanport. Da ist ein Treffen zwischen Spieler und Mannschaft und früher immer ein Grillen. Heute gibt es dann eine Suppe. Zu der Jahreszeit denke ich sicherlich das Richtige und Antje und Tanja stehen schon seit heute Mittag in der Küche und bereiten die Suppe vor und ich bin gespannt, wie das Ganze abläuft. Ich war noch nie bei so einem Treffen dabei und ich werde mich jetzt einfach mal auf die Socken machen, mich auf die Leze schwingen und mal rüberfahren. Ja, Treffen vom Fanprojekt mit der Mannschaft. Ich stehe hier neben Dirk Müller, zweiter Vorsitzender vom Fanprojekt Preußen-Münster. Genau, und Dirk Müller ist euch wahrscheinlich allen schon ein Begriff, den kennt man als Preußen-Fan. Dirk, wie lange gibt es das schon, dieses ganze Treffen mit der Mannschaft? Sagen wir so, in der 13-jährigen Geschichte des Fanprojektes haben wir es, glaube ich, nach dem vierten Jahr angefangen. Also sind wir jetzt mittlerweile schon 9 Jahre mit dabei. Das ist eigentlich sehr gut angekommen. Früher war es immer das Grillen mit der Mannschaft, da es jetzt schon ein bisschen kälter ist und so, haben wir uns mal dafür entschieden, mal einen vernünftigen Eintopf zu machen und damit auch was schön Leckeres, Warmes im Bauch kommt. Und wie ist das Ganze zustande gekommen? Kannst du dich noch daran erinnern? Wie lief das? Seid ihr auf die Mannschaft zugekommen oder wie ging das? Ja, wir haben uns natürlich damals vom Fanprojekt überlegt, was für Aktionen können wir unseren Mitgliedern bieten und da bot sich natürlich an, irgendetwas machen, wo exklusiv die Spieler halt ganz nah zu uns kommen. Wir haben uns damals einen schönen Grill gekauft und dachten, ach komm, dann grillen wir mit der Mannschaft. Wir haben es dann so gemacht, dass die Mannschaft dann quasi für die Fanprojektmitglieder gegrillt hat und da wir jetzt mittlerweile zum Eintopf übergegangen und haben gesagt, okay, dann machen unsere Frauen vom Fanprojekt machen schön lecker Suppe und dann können dann die Spieler kommen und auch in der Suppe teilnehmen. Ich sag mal so, die Suppe auslöffeln. Sehr gut. Und ich bin das erste Mal dabei. Was hat mich gleich zu erwarten? Was passiert gleich? Wir sehen schon, Benny Siegert begrüßt die ersten Leute hier, sagt schon mal Hallo. Dann natürlich haben wir dann die ganze Mannschaft hier. Es werden intime Gespräche stattfinden. Gespräche, die man sonst so auf dem Platz nicht führen kann. Und intime, natürlich. Und dann mal fragen, wie Benny es immer schafft, so gut zu spielen. Ja, ihr habt gerade Dirk Müller gehört, einen der großen Fans von Preußen-Münster. Jeder, der was mit Preußen-Münster zu tun hat, denke ich, kennt Dirk Müller. Und ihr habt auch schon gehört, Benny Siegert kam gerade um die Ecke, ein Spieler von Preußen-Münster und auch die anderen Spieler kommen hier langsam an am Fanport. Die Fans stehen größtenteils draußen und erwarten die Spieler hier und die Spieler begrüßen die Fans. Und das ist eine ganz familiäre Atmosphäre hier, ganz ungezwungen. Und das überrascht mich ehrlich gesagt auch ein bisschen. Und ich werde jetzt gleich mal reingehen und mal gucken, was da drin so los ist. Da sehe ich gleich auch schon Tanja, die eine Begrüßung ausführt, zusammen mit Raimund und die anwesenden Spieler und die Fans begrüßt. Wir begrüßen euch auch alle recht herzlich, auch die Mannschaft, dass sie so zahlreich erschienen sind. Wir haben uns überlegt, heute ein Kickerturnier zu machen, mit den Fans gemeinsam. Das heißt, bei uns, ein Spieler spielt mit einem Fan zusammen, damit das auch ein bisschen gemischt und lockerer ist. Die Spieler gehen gleich zu Sabine hin, die ziehen ein Kärtchen, da stehen die Fan-Namen drauf, dann schreiben wir die da auf den Spielplan. Der Spielplan ist so fertiggestellt, dass wir 90 Minuten durch sind. Es sei denn, manche spielen ein bisschen länger, das glaube ich auch nicht. Wir wollen das so machen, dass wir auf Zeit spielen. Es ist erst die K.O.-Runde, dann spielen wir 5 Minuten. Wenn es unentschieden steht, dann wird das nächste Tor entscheiden und dann gehen die weiter. Die letzten 3 Mannschaften machen dann Gruppenspiele, jeder gegen jeden und es gibt auch Preis zu gewinnen. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei, die Fans auf jeden Fall. Ja. Und ihr dürft dann schon mal ziehen. Aber bevor wir anfangen, könnt ihr natürlich euch erstmal stärken. Ich habe ja gehört, ihr habt ja schon Training gehabt. Ihr habt es schon gehört, es gibt Suppe. Das kann ich mir natürlich nicht nehmen lassen. Die muss ich verköstigen. Ich husch mal ganz schnell rüber in die Küche des Fanports und guck mal da nach der Küche. So, ich stehe hier gerade in der Suppenküche. Es gibt Kartoffelsuppe. Tanja vom Fanprojekt und Antje haben sich heute den ganzen Tag hier hingestellt und haben eine wunderschöne Kartoffelsuppe gemacht, vegetarisch. Und in alter Tradition ist es so, dass die Preußenspieler hier das Gericht austeilen für die Fans. Und gerade ging es noch darum, wer hier verteilen soll. Es sind wohl die 3 Jüngsten. Ich bin gespannt, wer sich hier gleich am Suppentopf vergnügen darf. Und dann hoffe ich, dass ich vielleicht auch mal dazwischen komme und 1-2 Sätze ihm abverlangen kann. Ja, und da habe ich auch schon einen gefunden. Cedric Wilm ist der Erste, der sich hier am Suppentopf vergnügen darf. Und da gehe ich doch gleich mal rüber und frage ihn mal, wie er sich so vorbereitet hat. Cedric Wilm ist hier direkt am Suppentopf. Heute zeigt sich von seiner stärksten Seite. Hast du dich speziell zu Hause darauf vorbereitet?
Ja, natürlich, auf jeden Fall. Also ich meine, wenn man so eine verantwortungsvolle Aufgabe machen muss, muss man natürlich auch dafür trainieren. Habt ihr das vorher schon ausgelost oder wurde es gerade spontan entschieden, dass du jetzt hier stehen musst? Naja, also es wird gerade spontan entschieden. Also ich denke, Philipp und ich sind die Jüngsten und von daher ist die Sache klar, dass wir diesen Part hier übernehmen müssen. Hast du denn schon Zeit gehabt, selber was zu probieren oder kommt das später? Bis jetzt noch nicht, aber ich muss jetzt erstmal die anderen versorgen und dann werde ich das sicher auch noch tun. Also ich kann dir auf jeden Fall attestieren, das sieht sehr gut aus, was du da machst. Ja, und ich bin jetzt mal rübergehuscht hier in den großen Raum des Fanports und hier wird schon fleißig gekickert und Raimund hat die Turnierleitung übernommen und gibt jetzt hier die Namen durch für die kommenden Partien. Und gibt das die Startzeichen. Ja, und los! So, ich stehe gerade neben dem Kickertisch, an dem gerade Dani Masur spielt. Ganz ungewohnt. Der Keeper von Preußen Münster spielt heute nicht im Tor, sondern er übernimmt Mittelfeld und Sturm. Wir wollen mal reinhören, wie das Ganze funktioniert. Noch genau kannst du einwerfen. Schnapper. Durch die Lücke! Steht Gold nicht! Oh nein! Nee, hab's doch auch durch! Ja, und das Ganze läuft richtig gut. Daniel Masuch, der Torwart, zeigt dann hier seine Stürmerqualitäten und sein Team gewinnt mit 3:2. Er selber hat 2 Tore gemacht. Das ist natürlich Anlass genug für ein kleines Interview. Daniel Masuch, 3:2 gerade beim Kickern gewonnen, selber 2 Tore gemacht. Wann gab es das letzte Mal? Ja, ist schon ein bisschen länger her. Ich habe da auch so ein bisschen den Bezug verloren zum Tischfußball, aber ich habe auch einen starken Rückhalt gehabt, der von hinten aus alles organisiert hat. Ich denke, der Sieg ist hoch verdient. Also, du spielst nicht regelmäßig? Nein. Sonst deine Eindrücke hier vom Treffen, das wievielte Mal bist du schon dabei und was sind so deine Erfahrungen dazu? Also mindestens das dritte Mal ist immer eine ganz angenehme Stimmung. Hört man ja, glaube ich, hier im Hintergrund. Das ist echt wieder nett gemacht und ja, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir ein paar Runden überstehen hier. Ja, das Kickerturnier läuft auf hohen Touren. Ich habe mich mal ein bisschen zurückgezogen nach hinten in den Bereich der Theke und da sehe ich Matthew Taylor und Jens Trungenbrot in ungewohnter Rolle, denn die beiden sind heute an der Theke und bedienen heute die Fans. Und neben mir steht Marc, ein Fan von Preußen Münster, und ich habe das Ganze mal zum Anlass genommen, ihn zu interviewen und danach auch Jens Trungenbrot in neuer Rolle. Marc, du bist gerade in der zweiten Runde beim Kickerturnier rausgeflogen. Woran hat es gelegen? Ja, ich glaube, wir haben einfach nicht gut am Mann gestanden. Die waren zu weit weg und die kamen immer frei zum Schuss. Und auch vorne waren wir einfach nicht konzentriert genug, haben die Chance, die war nicht verwertet. Und dadurch, ja, ich denke mal, der Trainer wird sehr enttäuscht sein. Und auch die Fans haben dementsprechend sich geäußert. Also es ist eine große Enttäuschung. Und analysiert ihr das Ganze jetzt nochmal? Oder wie gehst du damit um? Einfach abhaken oder analysieren? Natürlich muss das abhaken, aber wir haben die Videoaufzeichnung. Werden wir uns mit Sicherheit noch angucken, lass uns dann beim nächsten Mal besser machen. Alles klar, jetzt mal kurz ernst in die Sache reinbringen, Marc. Wie oft warst du schon bei solchen Treffen hier dabei? Ich sag schon öfter, wie früher war es ja mal grillen gewesen und noch bei diesen Weihnachtsveranstaltungen bin ich eigentlich regelmäßig dabei. Und hast du schon irgendwie dir besonders was zurechtgelegt, irgendwelche Spieler, die du ansprechen möchtest oder wie gehst du da so drauf? Nee, aber ich kenne ja die meisten Spieler, habt ihr ja schon mal gesprochen, weil ich auch bei Preußen Schaufenster bin und daher ist es jetzt nicht so viel. Aber ich habe noch nicht mit so vielen Leuten heute gesprochen, aber vielleicht ergibt sich das ja gleich noch. Und auch Suppe gegessen? Suppe war sehr lecker, ja. Also Stimmung, alles super und immer wieder. Auf jeden Fall. Ja, ich mache gerade was ich schon lange machen wollte. Ich stehe mit Jens Trunkenbrot hier am Brett. Jens hat mich gerade bedient mit einer wunderschönen Fanta. Jens, ist das, hast du schon Erfahrung als Barkeeper? Wenn ich ehrlich bin, ja. Ich habe schon mal ein bisschen gearbeitet, deswegen geht mir das leicht von der Hand. Und habt ihr das irgendwie ausgeknobelt, wer hier an der Bar steht, oder hast du dich einmal freiwillig gemeldet? Spontane Aktion. Matt hat mich gepackt und wir sind einfach schnell hier hinter. Und es ist ja auch mal schön, dass wir euch bedienen können. Und beim Kickerturnier hast du auch mitgemacht oder habt ihr da rausgehalten? Ja, ich habe einen super Partner mit Marc und ich spiele ihm die Bälle zu und er macht sie rein. Also ihr seid noch drin im Turnier? Wir sind noch drin und wir können das Ding, glaube ich, auch gewinnen. Wie oft warst du schon bei so einem Treffen hier? Das wievielte Mal ist das? Ich glaube, jedes Jahr einmal oder
wenn ich so ehrlich bin, zweimal. Also ich bin schon ein paar Mal da. Und was sind so deine Eindrücke jetzt von dem Treffen? Wie freut man sich da schon als Spieler drauf? Ja, es ist immer schön, wenn du dich ein bisschen mit den Fans in einer angenehmen Atmosphäre plaudern kannst. Das ist nicht ganz anders, wie wenn du nur im Stadion die Runde gehst. Und so muss das aber auch sein, dass der Zusammenhalt Mannschaft und Fans da ist. Ja, der Zusammenhalt von Mannschaft und Fans ist auf jeden Fall da. Das sehen wir auch beim Kickerturnier. Und ich habe mich mal wieder zum Kickertisch geschlichen und da steht Fabian Hergesell neben mir und schaut zu beim Kickern von Amaury Bischoff, der sich hier hervortut als wahrer Könner. Und da wollen wir mal schauen jetzt, was Fabian dazu zu sagen hat. Oh, Fabian Hergesell, wir stehen hier gerade bei der Endrunde am Kickertisch. Wir sehen hier gerade Amaury Bischoff gegen Michael Holt plus Yogi und Sabine. Wer ist dein Favorit in diesem Spiel? Ich meine, wenn schon 5-0 steht, dann ist nicht mehr schwer zu erraten, wer hier der Bessere ist. Was glaubst du, wer ist von euch am stärksten hier am Kickertisch von der Mannschaft? Ja, Amaury Bischoff ist ganz stark. Also ich glaube, da kommt keiner ran. Ist das eine Überraschung oder wusstest du das schon? Nee, ich habe nicht gewusst, dass er so gut spielen kann. Okay. Aber tut natürlich ein bisschen der Micha leid im Finale und zweimal kriegt er so auf den Sack. Ja, das ist schon das zweite Spiel, wo es zu Null steht gegen Micha. Kennst du ihn ein bisschen, wie wird er damit umgehen? Wird er morgen mit geknickt zum Training kommen? Ja, er hat wenigstens das Finale erreicht, ne? Von daher. Ja, das waren bis jetzt die Halbfinals. Wir haben ja eine etwas komplizierte Finalrundenauslosung und jetzt kommt das richtige Finale. Amaury Bischoff spielt zusammen mit Sabine und auf der anderen Seite stehen Marc und Matthew Taylor. Ich wollte nur mal sagen, ihr könnt mal auf die Uhr gucken. Ich bin stolz, wir sind in der Zeit. Wir kommen jetzt sogar zu einem absoluten Endspiel. Wir haben eigentlich Gruppenphase. Beide Mannschaften haben jeweils mit 6-0 gewonnen. Jetzt kommt das reine Endspiel zwischen Sabine und Amaury gegen Marc und Tokio Taylor. Wer spielt? Taylor. Ich bitte jetzt um Ruhe. Ich bitte hier. Normalerweise schon. Ja, super Idee. Aber nicht beim Kicker. Ja. Ich muss aber den. Was tut denn zusammen? Taylor kann auch in der Abwehr spielen. Wir werden ja mal den Vorschlag an Ralf Lose geben, vielleicht mal Taylor mal hinten aufzustellen und Daniel mal nach vorne zu schicken. Der konnte auch viele Tore schießen. Der Logik zufolge müsste ich dann ja im Sturm spielen. Ja, ihr habt es gehört, wir kommen zum großen Finale hier zwischen Matthew Taylor und Marc. Los! Spielen gegen Amaury Bischoff und Sabine. Amaury hat hier gerade schon groß von sich reden gemacht. Die Leute scharren sich hier um den Kicker. Amaury ist tief in seiner Konzentrationsphase hier im Finale, will wieder seine Trickshots machen, mit denen er hier schon das eine oder andere Tor machen konnte. Momentan steht es noch 0-0 im großen Finale. Da ist jetzt Amaury Bischoff vorne im Sturm. Macht er den einen oder anderen Trick? Wird er den jetzt auch reinmachen? Der geht knapp am Tor vorbei. Aber hier ist richtig gute Stimmung unter dem Tisch. Und Amaury Bischoff zieht hier die Blicke auf sich. Aber auch der Marc hat schon zu Hause geübt und der versteht sein Handwerk auch auf jeden Fall vom Allerfeinsten. Mal gucken, dieses spannende Finale geht hier 5 Minuten. Mal schauen, wer das für sich entscheiden kann. So, und das ist 1-0. Amaury Bischoff netzt ihn ganz sicher ein. Rechts unten in die Ecke, gar kein Problem. 1-0 steht hier für Team Amaury und Sabine. Aber 2 schöne Pfostenschüsse jetzt hintereinander. Und da muss ich Team Amaury jetzt noch ein bisschen Wärme anziehen. Gib den Ball. Oh Gott. Amaury Bischoff mit dem zweiten Tor. Matthew Taylor heute in der ungewohnten Abwehrrolle. Abwehr und Torwart spielt er hier am Kickertisch. Mann! Und er tut sich noch ein bisschen schwer. Perfekte Torwart. Ich spiele nur mein Torwart. Das weiß ich. Hol schon mal raus. Matt, ich will nach Hause rennen. Lieber. Kein Vertrauen in den Torhüter. Sag Tor. Das war das 3-0 durch Amaury Bischoff. Meine Güte, was spielt er hier am Kickertisch? Der hat wahrscheinlich auch einen zu Hause. Die Nachbarn werden sich beschweren. Aber so wie der hier spielt, der macht das nicht zum ersten Mal. Das ist wirklich hervorragend. Ich würde fast sagen, Bundesliga tauglich. Mann! Gibt's doch gar nicht. Haut die Dinge da jedes Mal rein beim Taylor.
Das sind die überkommen. Der da vorne ist auch nichts mehr bei dir. Ja, es gab gerade einen kleinen Spielerwechsel. Matthew Taylor muss in den Sturm. Der Marc hat den Kaffee auf und geht jetzt selber in die Abwehr. Hat sie natürlich schon den Jubel von den anderen eingeheimt. Und jetzt hat er sich gerade das sechste Ding selber reingemacht. Schade, Marc. Aber gutes Spiel. Das Finale geht mit 6:0 an Amaury Bischoff und Sabine. Ja, das Finale ist vorbei. Amaury Bischoff hat seinem Ruf als Kickergott alle Ehre gemacht und hat Marc und Matthew Taylor an die Wand gespielt. 6:0 ist das Finale ausgegangen und jetzt kommen wir zur Siegerehrung. So, kommen wir zur Siegerehrung. Ja, Micha, auf dem dritten Platz ist der liebe Yogi und der Michael Holl. Micha. Ja, ihr hört es, die Siegerehrung ist im vollen Lauf und ich habe die Chance nochmal genutzt, zum Schluss nochmal ein paar abschließende Interviews zu führen, und zwar mit Rocky Krone und Antje vom Fanport und mit einem Fan, und zwar Carsten. Rocky Krone, der Abend ist zu Ende. Beim Kickern hast du mitgespielt? Ja. Und, wie hast du abgeschnitten? Leider nicht so gut. Aber Tor gemacht? Auch nicht. Auch nicht, ja, ich auch nicht. Naja, macht nichts. Ich glaube, das war dein erstes Treffen hier mit Fans oder gab es das schon mal vorher, dass du dabei warst? Nein, das war das erste Mal hier. Und was hast du erwartet, beziehungsweise wie war es für dich? Naja, eigentlich schon wie erwartet, ja. Ja, ganz gut gefahren. Ja. Okay, und jetzt direkt nach Hause und morgen wieder Training? Ja, gleich nach Hause und dann geht es morgen weiter. Und hast du hier schon ein paar Leute wiedererkannt, die du sonst schon mal auf der Tribüne gesehen hast? Oder? Naja. Ja. Ja. Also die erkennt man auf der Tribüne dann schon, wenn man da nach dem Spiel rumläuft, dann erkennt man die schon. So, die Spieler sind jetzt alle weg. Hier ist trotzdem noch gute Stimmung, hier wird weiter gekickert, hier wird noch ein bisschen gesprochen. Und ich stehe hier an der Theke neben Antje. Antje, die gute Seele des Fanports, ihr werdet sie alle kennen, denke ich. Antje, du hast heute, denke ich, eine ganze Menge Arbeit gehabt. Kannst du vielleicht kurz so deinen Tag beschreiben? Was hast du alles gemacht heute? Ja, mit Tanja die Zutaten eingekauft und dann die Suppe gekocht und so weiter, alles vorbereitet. Und ab wann ging es los für dich heute? Ab 11. Ab 11 Uhr. Heute haben ja die Spieler, sag ich mal, einen Großteil deines oder eures Jobs übernommen, indem die Suppe ausgeschenkt haben und Getränke ausgegeben haben. War das für dich auch mal eine ganz nette Entspannung oder hast du trotzdem noch genug zu tun gehabt? Ich hatte noch genug zu tun, war aber auch so hinten schön in deinem Theke mal ein schönes Gespräch zu führen. Und hast du irgendwie schon vorher dir einen Spieler rausgesucht, mit dem du ganz gerne mal sprechen wolltest? Nein, habe ich nicht. Und dein Eindruck sonst vom ganzen Abend bis jetzt? Wir waren alle begeistert, haben gesagt, das war richtig super und Grillen ist auch nicht schlecht, aber ich fand die jetzt richtig, weil alle heute eben drin sind und nicht einer ist draußen. Ja, ich stehe hier neben Carsten, der kommt hier gerade raus mit seinem kleinen Sohn aus dem Fanport. Hat ihr mitgemacht beim Kickerturnier? Selber nicht daran teilgenommen. Ich habe jetzt die Gespräche mit den Spielern gesucht. Und hast du dir besonders welche rausgepickt oder so? Vielleicht vorher schon ein, zwei Fragen dir ausgedacht oder einfach ganz spontan? Spontan. Mich hat interessiert ja, wie sie so drauf sind, die Spieler. Ob sie jetzt, Negativserie einigermaßen, wie sie damit umgehen, aber ich finde es super. Wurde vom Spieler bedient, habe mir meine Suppe eingeschöffelt. Also so, ich finde es sehr gut, dass alle da sind. Also die Mannschaft ist komplett und da habe ich eigentlich nicht mit gerechnet. Also würdest du sagen, rundum runder Abend? Ich finde es sehr schön, also Respekt. Ein toller Abend geht zu Ende. Die ersten Fans und auch die ersten Spieler gehen nach Hause, andere bleiben noch hier und unterhalten sich noch etwas. Für mich war es das mit dieser Reportage. Ich hoffe, ihr habt Gefallen gefunden an dieser ersten kleinen Reportage von Radio Matek Strehle. Ich freue mich aufs nächste Spiel und würde mich noch mehr freuen, wenn ihr uns wieder zuhört, uns die Treue haltet. Und ich verabschiede mich, wünsche euch alles Gute. Mein Name ist Dirk Lörten. Bis bald.